Okay, herzlich willkommen zum nächsten GIMP Screencast. Was wir dieses Mal machen wollen, kann man schon im Hintergrund sehen, nämlich dieses spacige Bild mit dieser Erde und dem Mond. Auch hierfür gibt es ein Tutorial. Den Link zu diesem Tarball, den werde ich in dieses Blogpost mit reinschreiben. In diesem Tarball sind enthalten ein Tutorial in PDF-Form, die entsprechenden Skripte, die wir für dieses Tutorial brauchen, und natürlich die Bilddateien für unsere Erde hier. Ich muss dazu allerdings anmerken, dass das Tutorial noch für die GIMP-Version 2.4 geschrieben ist. Die Skripte, die funktionieren mit der Version 2.4 und 2.6. Allerdings bei beiden ändern sich ja die Lage von einigen Menüpunkten, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, das funktioniert auch so. Okay, da wir jetzt wissen, was wir machen wollen und ihr alle wisst, wo ihr die entsprechenden Materialien findet, kann ich die Datei hier schließen. Und wir fangen auch schon an. Und zwar öffnen wir als erstes die Datei Realistic Earth. Das ist im Moment immer so nervig, dass ich, wenn ich ein neues Bild öffne, mein Ebenenfenster nicht mit aktualisiert. Okay, mal noch zur Anmerkung, woher kommt diese Datei? Die kommt ganz einfach aus dem Programm Celestia. Das ist ein Simulationsprogramm für den Weltraum, ebenfalls Open Source. In meinem Tutorial stehen noch mehr Quellen, also für andere Planeten. Aber jetzt arbeiten wir erstmal los. Wir haben also zuerst diese Datei geöffnet, dann öffnen wir hier noch als Ebene Earth Bumpmap, wechseln zurück auf die Hintergrundebene und gehen auf Filter, Abbilden, Bumpmap. Wir wählen hier oben die Bumpmap-Ebene aus. Hier gehen wir ein bisschen da, wo wir was sehen. Am besten Beginn der Rocky Mountains oder vielleicht die Anden sind ganz gut. Da sehen wir das. Hier kann man das schön so erkennen. Mit dem Bumpmap beeinflussen wir die Höhe unserer Erde. Das ist ein bisschen Geschmackssache, wie hoch das sein soll. Ja, das war ein bisschen zu hoch, oder? Ja, das passt. Also ruhig ein bisschen rumspielen. Ich sage hier an der Stelle nur, weniger ist manchmal mehr. Und dann führen wir das einfach aus. Dauert eine Weile mit dem Rechnen. Blenden unsere Bumpmap-Ebene aus, damit wir das erkennen, müssen wir mal ruhig ein bisschen näher gehen. Halt, 200% war zu viel. 100% würde reichen. Ja, und hier kann man erkennen, also, dass unsere Berge auch optisch ein bisschen in die Höhe gewachsen sind. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Danach können wir unsere Bumpmap gleich wieder löschen. Wir finden ebenfalls in dem Download-Verzeichnis ein Bild, das nennt sich Clouds. Auch das öffnen wir jetzt als Ebene. Und sind ganz einfach die Wolken, die unsere Erde im Himmel bedecken. Mir ist das ein bisschen zu viel. Das ist das Original. Also ich setze hier einfach die Ebenendeckkraft ein bisschen herunter, dass man mehr von der Erde erkennt. Ja, also bei mir sind das jetzt 28, denke ich, also so 25 werden reichen. Also ist mein Geschmack, das könnt ihr ganz so machen, wie ihr wollt. Ja, wenn wir das jetzt haben, können wir nach unten vereinen
Und dann ist unsere Erde natürlich rund und das machen wir ganz einfach mit einem Filter, nämlich abbilden auf Objekt abbilden. Was war das jetzt für eine Fehlermeldung? Okay. Whatever it is. So, wir wählen hier die Kugel aus, haken transparenter Hintergrund an und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Bestätigen das Ganze. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Die Dateien sind dementsprechend groß, also die Erde ist 4000 und ein paar zerquetschte Pixel. Ist schon eine ganze Menge Rechenarbeit. Es lohnt sich aber hier an der Stelle nicht einfach schon ein fertiges Bild zu nehmen. Das hätte genauso lange gedauert, das Bild zu wechseln, als das auszuführen. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt sehen wir es noch keine Kugel als solches. Das ist ganz normal, weil der bleibt innerhalb der Bildeinstellung. Jetzt tun wir einfach nur noch das Bild skalieren. Dabei aufpassen, dass wir hier die Kette lösen und hier stellen wir einfach auf 2048. Skalieren das. Und schon haben wir unsere Erde. Die Erde speichern wir jetzt an dieser Stelle zwischen. Schreiben wir ruhig Erde. Dann haben wir in dem Paket, was ich euch heruntergeladen habe, verschiedene Skripte. Die habt ihr hoffentlich schon installiert, bevor ihr GIMP gestartet habt. Wie das ganz genau geht, ist eigentlich nur das entsprechende Skript in das entsprechende Verzeichnis legen. Das steht auch im Tutorial drin. Da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und zwar finden wir da unter Erstellen MISC, den Planet Renderer. Ich habe vorhin hier schon drin rumgespielt. Also beim Erststart von GIMP kommt da eine blaue Farbe heraus, die ungefähr so aussieht. Die Planetengröße ist 2048 Pixel. Das wird nachher jetzt nicht so stimmen. Und die Sonnenorientierung und Sonnenversetzung, die können wir so lassen. Führen wir aus. Auch das dauert eine Weile. Ja, wir sehen es wieder. Mein Ebenenfenster aktualisiert sich leider nicht. So, jetzt sehen wir das. Wir haben hier verschiedene Ebenen. Ein Klo, die Planet Base, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die löschen wir im Anschluss gleich. Und hier rein können wir als Ebene öffnen unsere Erde. Die wird größentechnisch nicht ganz so passen, sondern ein paar Millimeter zu groß sein. Und das tun wir als erstes ändern, indem wir die Ebene skalieren. Und zwar ist das 2006 Pixel dürften das sein. So in etwa. Na, ist noch ein bisschen groß eben. Skalieren. Ich denke mal 2004.
Nee, noch ein Stück. Ja, fast, fast, fast. Okay, bei mir sitzt sie hier schon an der richtigen Stelle. Oder fast. Und zwar muss sie direkt unter dem Schatten sitzen. Der Schatten, wie man hier sieht, der stimmt noch nicht ganz. Den drehen wir jetzt einfach, indem wir auf Ebene Transformation und um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Mir ist der zu viel. Also ich nehme von ihm einiges weg, dass man ein bisschen mehr erkennt von der Erde in etwa so. Also bei mir sind es 78% Deckkraft. So gefällt mir das. Es ist euch überlassen. Dafür nehme ich von dem Planet Klo ein klein wenig weg auch. Das ist mir ganz einfach zu viel. Ich gehe hier auf 35%. Ja, und dann können wir das Ganze schon wieder speichern. Wir können hier ruhig unsere Erde überspeichern. Schon mal die alte Erde nach oben, die kann man nämlich jetzt schon schließen. Jetzt bräuchte man noch einen Mond. Auch da machen wir uns jetzt ein. Und dass nicht jeder sagt, ja, der Kämter, der macht alles nur mit Skripten, malen wir den von Hand. Es gibt zwar auch, halt, schon einen Fehler gemacht. Es gibt zwar auch die Texturen für den Mond natürlich und auch Bumpmaps. Es geht genauso wie mit der Erde dann in dem Moment. Ja, ihr findet, wie gesagt, in dem Tutorial entsprechende URLs, wo ihr solche Texturen finden könnt. Die Höhe und Breite für unser Mondbild ist 500 mal 500 Pixel. Und ganz wichtig hier in den erweiterten Einstellungen. Stellen wir den Hintergrund auf oder die Füllung auf Transparenz. Ziehen wir ein bisschen hoch. So, die Erde können wir jetzt schließen, die haben wir nämlich gespeichert. So, als erstes wenden wir jetzt wieder einen Filter an, und zwar Filter Rendern Wolken Plasma. Ich habe hier ein ziemlich wildes Plasma schon mit einer hohen Turbulenz. Ich denke mal, ein Turbulenzfaktor von 3,5 hier reicht. Worauf wir hier achten müssen, ist, dass nicht so viel Gelbanteile hier in dem Bild sind. Das gibt nachher nur hässlich weiße Flecken. Das hier, denke ich mal, passt uns oder mir zumindest. Führen wir einfach aus. Dann gehen wir auf das Werkzeug Farbverlauf. Und wie ein Wunder, bei mir ist der Farbverlauf schon eingestellt. Und zwar wählen wir hier den Farbverlauf Shadows 2. Dann gehen wir auf Farben, Abbilden, auf Farbverlauf. Und schon haben wir eine Textur, sag ich mal, die unserem Mond relativ ähnlich sieht. Damit wir das Ganze jetzt rund bekommen, denn unser Mond ist ja rund, könnten wir jetzt natürlich wieder den Abbildungsfilter benutzen. Wir gehen aber mal einen anderen Weg. Und zwar nehmen wir Filter Licht und Schatten. Und dann gibt es hier den Filter Lupeneffekt. Den wenden wir einfach mit dem Brechungsindex der Linse, der hier eingestellt ist, nämlich 1,7 an, und die Umgebung transparent machen. Wenn ihr vergessen habt, vorhin transparent bei der Bildeinstellung hier zu wählen, wird das Bild natürlich im Hintergrund weiß. Dann führen wir das aus und schon hätten wir eigentlich einen relativen Mond.
Ich will den aber auch noch ein bisschen strukturiert haben und dafür legen wir uns ganz einfach eine neue Ebene an. Auch die Ebene füllen wir wieder mit einem Plasmarauschen. Die Turbulenz machen wir mal hier nicht ganz so hoch. Hier ist es egal, ob da gelb dabei ist oder nicht. Okay, wenn wir das haben, wählen wir eine der schönsten Filter, die GIMP überhaupt hat, oder einen der vielfältigsten, und zwar Filter künstlerisch Gimpressionist. Im Gimpressionist stellen wir den Pinsel auf Splat 2. Die Ausrichtung sind 10 Richtungen, Startwinkel 0, Winkelgröße 360 Grad, die Ausrichtung ist zufällig, die Größe ist 20, hier gehen wir einfach mal hoch auf ebenfalls 20 und hier auf 60. Die Größe ist zufällig, die Platzierung ist ebenfalls zufällig, die Strichdichte kann 3 oder 4 sein. Farbe ist Mitte des Pinsels und allgemein den Hintergrund setzen wir auf transparent. Da führen wir das Ganze aus. Dann sehen wir, da entstehen hier so ganz viele, viele, viele bunte Kleckse in verschiedenen Farben. Ja, auch das müssen wir natürlich rund machen, wie unseren Mond. Dafür verwenden wir wieder den Lupeneffektfilter. Ja, so sieht das schon relativ ähnlich dem Mond. Nun ist das Ganze nicht bunt, aber das machen wir jetzt. Und zwar verwenden wir nämlich einfach diese bunten Kleckse als Bumpmap-Filter. Gehen wir wieder auf Filter abbilden, Bumpmap. Wählen hier natürlich unsere bunten Kleckse. Gucken mal eine Stelle, wo wir das finden. So, auch das hier wieder Geschmackssache. Auch hier sage ich nur, manchmal ist weniger mehr. So, und das sehen wir, hier haben wir überall schon so texturierte Krater. Die Ebene können wir eigentlich löschen. Dann können wir unseren Mond zwischenspeichern. Rufen wieder unser Planet Renderer auf. Diesmal hier allerdings mit einer Größe von 500 Pixeln und einem Graubraun. Als Planetenfarbe. Auch hier fügen wir wieder als Ebene unseren Mond hinzu. Dann können wir den anderen Mond schließen. Setzen den an die richtige Stelle, nämlich unterhalb des Schattens. Auch hier müssen wir den Schatten eben schnell drehen. Transformation um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Auch hier hätte ich gerne ein bisschen weniger Schatten. Der Planet hat übrigens keine Atmosphäre und das Leuchten machen wir nicht aus, sondern setzen wir ganz tief herab. Ich setze es hier auf 26, das denke ich mal reicht. So, dann können wir das Ganze wieder speichern. Können wir ruhig, also ich überschreibe meinen Mond hier. So, dann brauchen wir natürlich nur noch eigentlich unseren Sternehimmel. Im Tutorial steht noch ein zusätzlicher Weg, wie man Sternenhimmel
Himmel-Patterns erzeugt. Darauf will ich hier an der Stelle einfach mal verzichten, sondern ich benutze hier einfach ein Skript. Und zwar finden wir das unter Skript Foo Patterns Sternenhimmel. Die Bildbreite und Bildhöhe gebe ich hier einfach 1024x768. Bei euch ist das natürlich eure Bildschirmeinstellung. Die Anzahl an kleinen Sternen ist hier 200. Mittlere Sterne sind 20. Anzahl große Sterne sind 4. Die erhöhe ich als einziges. Ich sage auch hier wieder, weniger ist manchmal mehr. Das führen wir einfach aus. Auch das geht relativ schnell. Und hier an der Stelle stört wieder, dass mein Ebenenfenster nicht aktualisiert wird. So, woher jetzt das Blau immer kommt, seitdem ich dasselbe Skript in der 2.6er Version verwende, verstehe ich nicht. Die blaue Ebene, die löschen wir einfach. Wir sehen hier, sind mehrere Ebenen entstanden. Einfacher Halo, Sternenkontur, das sind einfach schwächere Sterne in verschiedenen Farben. Das ist ganz einfach gemacht, das sind weiße Punkte und die sind mit dem gaußschen Weichzeichner weich gezeichnet. Aber das will ich jetzt nicht hier alles machen, das Skript zu verwenden ist einfach mal einfacher. Wenn wir wollen, können wir uns die nach unten vereinigen, die ganzen Ebenen, wollen wir aber jetzt an der Stelle nicht. Sondern wir öffnen hier einfach unsere Erde als Ebene, die ist ein bisschen groß, ist klar. Skalieren also die Ebene. Ich nehme mal hier 700 mal 700 Pixel. Und das Ganze nochmal mit unserem Mond. Auch den skalieren wir ein kleines bisschen, der wäre mir jetzt zu groß. 600, ich sag mal 300. Ja, also man kann auch die Erde hier unten als großes darstellen, je nachdem, nach Gusto. Was ihr damit macht, ist eigentlich euch überlassen. Ich mache es an der Stelle so. Dann füge ich noch einfach eine einfache Ebene hinzu und gehe auf Filter, Licht und Schatten und wähle hier Supernova. Ja. Kann man auch gut und gerne so lassen. Und fügt das einfach mal so hinzu. Das wäre mir ein bisschen zu grell und zu hell. Also setze ich das in der Ebenensichtbarkeit ein bisschen herab. So, und das wäre eigentlich unser Weltraumbild. Bevor sich jetzt wieder die ganz Schlauen bei mir im Blog melden und mir erklären, dass der Mond nie und nimmer vor der Erde steht und dass das alles nicht so physikalisch richtig ist, ich weiß, darum geht es aber hier nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Anregungen könnt ihr gut und gerne ins Blog schreiben. Und dann sehen wir mal, was wir als nächstes machen.